Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich und willkommen zum heutigen Violet Sunday und heute ist hier doch mal Frühlingsmodus angesagt, obwohl ich muss mich hier gerade echt stark motivieren, euch die Frühlingsvibes rüberzubringen, weil es regnet. Es regnet und ich habe irgendwie auch einfach echt keine Laune, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, mir fehlt ein bisschen die Sonne. Wir werden das heute ändern und ich hoffe, dass ich genug Sonne in mein Gesicht kriege und Frühlingsstimmung sozusagen, um euch diese genau so zu transportieren. Wir werden auf jeden Fall loslegen, ein bisschen schminken und ich möchte das Thema Maskne ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt oder das Problem kennt und einfach bisher den Begriff noch nicht kennt. Aber falls es euch aufgefallen ist, schwirrt in der letzten Zeit so dieser Begriff Maskne so ein bisschen drumherum in der Beauty-Welt und das ist letztendlich eine Kombination, eine Kreation, die wir seit der neuesten Corona-Pandemie erst so richtig kennengelernt haben. Nämlich die Kombination der Akne oder das Hervorrufen von Unreinheiten und Probleme mit Akne rund um den Mundbereich, wo eben die Maske getragen wird. Ich glaube tatsächlich, diese Situation hat sich noch mal ein bisschen verschlimmert, seitdem wir diese FFP2-Maskenpflicht haben, weil wir da natürlich hauptsächlich Masken und Stoffe auf unserer Haut haben, die so super geil für die Haut sind, nämlich so Nylon-Polyester all in, ja. Also vorher mit den Stoffmasken konnte man wenigstens noch so ein bisschen kontrollieren, dass man vielleicht einen schonenden Stoff sich ins Gesicht gepackt hat. Mit der FFP2-Maskenpflicht ist das natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Ich hatte euch dazu vor kurzem mal auf Instagram gefragt. Es war nahezu, also Richtung 50-50, also einige von euch haben das Problem, andere glücklicherweise wiederum nicht. Ich, wie ihr sehen könnt, bin auch recht verschont davon, weil ich nicht jeden Tag Maske tragen muss. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne denen unter euch, die das Problem einfach haben seit der Covid-Krise, da ein paar Tipps an die Hand geben, was ihr denn tun könnt, um genau diesen Bereich halt in den Griff zu bekommen. Zum einen könnt ihr natürlich oder solltet ihr unbedingt so oft es eben geht, die Maske halt nicht tragen. Natürlich immer nur dort, wo es auch erlaubt ist, wo es euer persönlicher Schutz, sage ich mal, halt erlaubt, dass ihr die Maske halt entfernt. Also macht bitte nichts Illegales jetzt nur wegen ein paar Pickeln. Das ist ja nun, weiß Gott, jetzt auch nicht gerade das Beste, da Schlimmeres zu riskieren, außer ein paar Pickel. Und halt einfach frische Luft an die Haut zu lassen. Ich würde euch empfehlen, diesen Bereich dann unter der Maske auch einfach nicht zu schminken. Es macht wenig Sinn, sich das dann halt zuzukleistern, also von daher versucht das einfach zu unterlassen mit dem Schminken. Ich weiß, es ist schade, je nachdem, aber ihr könnt euch ja in eurer Freizeit dann schminken, wenn ihr wisst, ihr müsst nicht viel Maske tragen oder zu Hause einfach und gönnt euch dann da die volle Portion Make-up. Der nächste Tipp ist auf jeden Fall, versucht dann morgens und abends auch diesen Bereich halt schonend zu waschen und sauber einfach zu halten. Das heißt natürlich auch nicht an den Pickeln rumdrücken etc. pp., sondern versucht halt wirklich ein gutes Reinigungsmittel für euch zu finden, was nicht so aggressiv ist, weil natürlich ja auch schon das Waschen selber halt die Haut mitunter angreifen kann. Aber ich persönlich, kennt ihr mich ja, ich habe ja sehr viele Empfehlungen euch da schon gegeben. Schaut in meine letzte Abschminkroutine rein. Das sind alles Produkte, die ich euch dafür empfehlen würde, weil das ein sehr schonender Step ist, aber die Haut letztendlich dann auch gründlich sauber hält und letztendlich auch die Verbreitung der Pickel und der Unreinheiten dann ja, verhindern kann. Und dann ist es natürlich noch wichtig, die richtige Hautpflege zu verwenden. Ganz generell wisst ihr sowieso, würde ich euch eine sehr gute Tagescreme empfehlen. Da könnt ihr zum Beispiel auf die Produkte von Beauty Mates zurückgreifen, die ich jetzt persönlich auch schon sehr, sehr lange verwende. Da gibt es dann zum Beispiel die Hyaluron Cream Boost. Das ist eine Tagespflege, eine Feuchtigkeitspflege. Die gibt es auch in verschiedenen Stufen. Also ich habe halt eher so die für normale Haut. Es gibt auch eine für Anti-Aging, also wenn ihr schon etwas reifere Haut habt. Ich muss sagen, das ist eine super gute Tagespflege, weil die nicht zu fettig ist. Das ist halt auch sehr wichtig. Also geht nicht hin und ballert da so richtig krasse Pflege drauf. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv, weil das dann halt noch mehr sozusagen die Talgproduktion anregt. Also achtet da wirklich auf die Auswahl einer guten, ausbalancierten Feuchtigkeitspflege. Und dann könnt ihr natürlich bei Beauty Mates die entsprechenden Booster dazu wählen. Und gerade jetzt bin ich so in den Nachwirkungen meiner Periode, deswegen habe ich gerade ein paar Pickel. Da könnt ihr dann auf jeden Fall natürlich mit dem Anti-Pickel-Booster halt entgegenwirken. Da ist enthalten Vitamin B3, Vitamin C und Zink. Das ist halt so
in Kombination entzündungshemmend, was halt sowieso schon mal gut ist dann in dem Bereich, wenn der gereizt ist und man halt viele Pickel hat, dass die Entzündung da einfach bekämpft wird und natürlich schafft das auch ein ebenmäßigeres Hautbild. Vitamin B3 habe ich ja erst letzte Woche drüber gesprochen, von daher schaut euch auch gerne das Video nochmal an. Das sind ja die sogenannten Niacinamide und das ist ein super, super Inhaltsstoff. Ja, und ihr könnt natürlich auch gleichzeitig, wenn dann die Pickel abheilen, so wie jetzt bei mir der Fall, dann verwende ich wahnsinnig gerne den Poren-Minimizer, weil der nämlich dann einfach nochmal gegen diese Pigmentflecken, also diese abgestorbenen Stellen, die halt so ein bisschen leicht verdunkelt sind, wirkt und halt auch gegen Hyperpigmentierung und Rötungen. Da ist ebenfalls Vitamin C und Vitamin B3 enthalten und das ist auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Wenn ihr mich schon länger schaut, kennt ihr Beautymates natürlich bestens. Wenn ihr aber noch nie von der Marke gehört habt, sei mal gesagt, die sind natürlich super verträglich, ohne Duftstoffe, Konservierungsstoffe, PEGs, Mineralöle und Parabene, alles Mögliche. Ist also ideal wirklich für sensible Haut. Da ist tatsächlich wirklich nur das drin, was eure Haut auch braucht. Wenn euch also die Produkte von diesem jungen Startup aus Bayern interessieren, dann schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe natürlich auch wieder den aktuellen laufenden Rabattcode, den ihr sehr gerne verwenden dürft. Der ist Violet30 für 30%. Da könnt ihr euch dann auch zum Beispiel euer persönliches Set halt zusammenstellen. Ob ihr dann jetzt halt ein Set gegen Maskne zum Beispiel bräuchtet, dann würde ich euch die Hyaluron Cream Boost empfehlen und den Anti-Pickel Booster. Oder aber wenn ihr auch einfach andere Dinge braucht. Kombiniert immer ganz gerne eure Creme und euren Booster, wie ihr das gerade halt für eure Haut benötigt. Da gibt es eine super Auswahl und ist für jeden wirklich individuell dann etwas dabei. So viel zum Thema Maskne. Ich hoffe, dass wir das alle irgendwann zügig in den Griff bekommen, Leute. Ich kann es nicht oft genug für mich selber sagen und auch für euch. Ich weiß, wir fühlen das alle mit, aber so ist es. Wir leben nun mal damit und schauen mal, wie wir da irgendwann wieder rauskommen. Jetzt geht's aber an den Frühling und da möchte ich starten mit dem Make-up natürlich. Also ich werde jetzt hier Make-up auftragen, weil ich auch heute nicht mehr raus muss und eine Maske aufsetzen muss. Und ich starte mit der CC Plus von IT Cosmetics, eine super Foundation, die ich sehr, sehr liebe. Die eigentlich auch schon fast eher, es heißt ja auch halt CC Cream Foundation, also irgendwas so dazwischen. Und ich finde die echt großartig, muss ich sagen. Das ist so eine meiner liebsten Foundations geworden im letzten Jahr. Und das wird sich auch noch fortziehen. Und schon wieder tatsächlich zu viel Foundation rausgegeben. Also ich, wie ihr seht, ich verwende wirklich sehr wenig Make-up. Ach, Zusatztipp, unreine Haut und so. Pinsel regelmäßig waschen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Müsste ich dann jetzt auch mal wieder tun. Ich habe euch gleich noch mal ein bisschen näher rangeholt, dann könnt ihr jetzt auch besser sehen beim Augen-Make-up, was ich denn da tun werde. Ich habe die Foundation jetzt relativ abgekürzt. Ich habe erst letzte Woche ein ausführliches Video zu Foundation gemacht. Wenn ihr da noch mal reinschauen wollt, um euch ein paar Tipps abzuholen, wie das besonders hübsch und ebenmäßig wird, dann ja, schaltet da ganz gerne noch mal rein. Oh, ich brauche einen Schluck Wasser. Ich habe Lust auf diese Palette hier. Das ist die Urban Decay Born to Run. Habe ich auch schon viele Jahre, diese Palette. Und ich habe, glaube ich, Lust, etwas Passendes irgendwie zu meinen Nägeln zu machen. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Farbe, ne? So, das heißt, wir arbeiten mit Coral. Ich fange mal an mit der Farbe Stillshot. Das ist dieses Coral hier. Das ist so ein richtig, das schreit Frühling, dieser Ton. Der schreit einfach nur Frühling. Ich bin mal gespannt. Ich denke, ich halte den Look recht simpel und gehe mal in diesen ganz hellen Ton Breakaway. Ich habe Lust, mal wieder was Mattes zu machen. Ich mache ja sonst irgendwie immer was mit Schimmer, aber man kann ja auch mal matt bleiben, ne? Weil ich da auch schon das Gefühl habe, dass er leicht schimmert. Ich finde es schön. Das ist mal was Schlichtes. Hat die Schlange nicht mehr. Ich glaube, ich kann aber nicht anders und mache ein bisschen Kontrast mit Grün am unteren Wimpernkranz. Und die Farbe heißt Big Sky. Ist
quasi jetzt fast wie eine Tulpe, ne? Unten grüner Stiel, oben korallfarbene Blüte. Das ist doch Frühling. Ich mache jetzt am oberen Wimpernkranz so ein kleines bisschen, mache ich die dichter, mit einem braunen Kajal oder so jetzt von Urban Decay Demolition. Ist das die Farbe? Ich hoffe ja. Ihr kennt mich, ich habe euch wieder alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr irgendwas sucht, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Schatz? Ja? Okay für dich, wenn ich mit der Motorsäge im Innenhof arbeite? Klar. Das gibt so ein bisschen Definition in den Wimpernkranz zurück, aber es muss halt auch nicht immer dieser fette schwarze Lidstrich sein. Vor allem, wenn man halt mit so hellen Farben arbeitet und das Auge halt auch schön leicht öffnen will, kann man sehr gut mit so einem Braunton arbeiten. Das ist etwas dezenter und nicht so in your face. Jetzt werden wir natürlich hier noch ordentlich Wimperntusche drauf knallen, ne? Damit hier die Wimpern auch schön klimpern und so, ne? Also, auf wie geht's. Ich muss sagen, ich mag die Fluffiness von diesem Look. Ich mag die Farben. Ich finde das richtig, richtig hübsch. Ich werde jetzt noch auf der Wasserlinie einen hellen Kajal aufgeben. Kennt ihr, wisst ihr, mache ich immer. Better. Ich habe übrigens dem Benne erlaubt, dass er mit der Motorsäge arbeiten darf. Ne? Stellvertretend für euch habe ich ihm gesagt, ist in Ordnung. Er hat auch ganz brav vorher gefragt. So. Also ignoriert bitte die Motorsäge im Hintergrund. Jetzt kommen wir mal hier zum Bronzer. Und da nehme ich heute diesen hier von Anastasia Beverly Hills. Absolute Weichheit und Fluffiness an Bronzer. Noch nie so eine schöne Textur auf der Haut gehabt. Und als Blush nehme ich den Girlifornia von Benefit. Der Highlighter meiner Wahl ist heute wieder der Becca C-Pop, weil der halt perfekt zu dem Look passt, würde ich behaupten. Ich hatte zuerst so einen etwas rosigeren rausgesucht, den von Jouer, aber den fände ich zu rosy. Das hier ist besser. Der ist eher ein bisschen kühler. Leute, das ist noch nicht genug Frühling und deswegen tragen wir jetzt diese Farbe hier auf. Ich glaube, das wird gut aussehen, oder? Ich muss gerade checken. Ja, das ist es. Die Augen sind ja quasi dezent geworden heute für meine Verhältnisse, ne? So, das ist von Pixie der Coral Bang. Das ist wohl Programm, ne? Also wir nennen das Make-up auch so. Coral Bang Bang. Fertig. Und Frühling. Perfekte Farbe. Und um den Frühjahrsduft noch ein bisschen mehr reinzuholen, das hier ist schon nahezu leer. Das ist von MAC, das Prep and Prime. Das war mal so eine Limited Edition. Leute, manchmal dürfte ich euch echt nicht verraten, wie lange ich an diesen Produkten aufbrauche. Ne? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist 3 Jahre alt. Wie scheiße ist bitte dieser Sprühkorb von MAC, ey. Boah, wie gerade frisch durch den Regen gelaufen. Meine hübschen Mission Frühling ins Gesicht hat, glaube ich, wieder mal erfolgreich zugeschlagen. Also ich bin mega glücklich mit dem Look. Manchmal bin ich selber überrascht, was eigentlich dabei rauskommt, wisst ihr, ganz ehrlich. Bei den Make-ups, das lasse ich einfach irgendwie immer so fließen und nehme mir da vorher eigentlich nie einen festen Plan irgendwie zurecht sozusagen. Aber ich muss sagen, es ist wieder schön geworden. Ich mag einfach diese hellen Korall-Rosa-Töne. Das ist ja so leicht rosa-rot. Ich mag das wahnsinnig gerne. Gut, der Lippenstift ist eher ein bisschen mehr in die Orange-Richtung, aber ich mag's total. Und by the way, ich könnte mal wieder nachfärben, ne? Wäre mal wieder an der Zeit. Vergesst nicht, bei Beauty Mates vorbeizuschauen. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung da. Wenn ihr da etwas kaufen, nachkaufen, auffüllen, restocken, verschenken, was auch immer wollt, könnt ihr 30% sparen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Kommentar des Tages. Und der ist heute von Diana Zeller auf den letzten Violet Sunday. Und ich habe da ja angefangen mit diesem Skincare 1x1. Falls ihr das verpasst haben solltet, schaut da super gerne nochmal rein. Sie hat sich da auch für bedankt, dass sie das halt gut gefällt, wie den meisten von euch. Und das freut mich wirklich sehr. Ihr macht ja sowieso alles, fast alles mit, was ich hier mir überlege an Videos. Das finde ich so großartig, Leute. Ich danke euch da nochmal von Herzen, dass ihr einfach da immer so offen seid für neue Formate. Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, ihr hat auch der Look gut gefallen und dass das natürlich nicht immer so zugespachtelt wird. Also ich finde, gerade die Haut sollte immer noch gut atmen können, gerade auch wenn wir halt viel Maske tragen müssen. Gut, da könntet ihr euch im Prinzip so nur den Augenbereich schminken jetzt an der Stelle, aber wäre auch sehr hübsch, würde ich behaupten, mit Maske. Das war's dann jetzt von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Startet mir alle gut in die Woche und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!